Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, auf dem es sich alles rund um das Thema Beweglichkeit und Tanz dreht. Ich bin Jo, ich bin Tänzerin und Physiotherapeutin und heute geht es um die Balance. Wie kriegst du mehr Balance in deinen Bewegungen, in deinen Workouts oder auch im Tanz? Also, wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Alles Weitere nach dem Intro. Bis gleich. Wenn wir uns die Frage stellen, was brauchen wir, um eine gute Balance zu haben, ist die allererste Antwort natürlich ein gut funktionierendes Gleichgewichtsorgan. Praktisch das Gehirn, das unserem Körper signalisiert, wo wir stehen und wo wir was ausgleichen müssen, damit wir auch stehen bleiben und nicht bei jedem Moment einfach wie ein nasser Sack umfallen. Das heißt, wenn unser Gehirn gecheckt hat, wie bei uns gerade die Lage ist, dann gehen Signale in unseren Körper, vor allem in die Muskulatur, und die werden angesteuert, damit die sich halt drauf einstellen können. Das heißt, wenn die Muskeln in der Gegend gut trainiert sind, dann ist die Chance auch sehr groß, dass der Körper relativ schnell reagieren kann und die Muskeln eben auch schnell arbeiten können. Daher kann man Gleichgewicht trainieren. Tada! Das heißt, hast du das Gefühl, du bist ein hoffnungsloser Fall? Auch hier gibt es eine Lösung und noch eine gute dazu. Das Gleichgewicht trainiert sich verhältnismäßig relativ schnell. Ist doch gut, oder? So, jetzt als nächstes müssen wir erstmal rausfinden, welche Muskeln denn für unser Gleichgewicht jetzt gerade benötigt wird. Also wenn wir stehen, dann sind hauptsächlich die Muskeln in den Füßen, in den Beinen, in der Hüfte und vor allem auch im Rumpf irgendwie aktiv. Wenn wir auf den Händen stehen, dann sind es eher die Hände, die Arme, die Schultern und der Rumpf. Macht irgendwie Sinn, oder? Das heißt, hast du starke Fußmuskeln, Beinmuskeln und Rumpfmuskeln, ist deine Chance höher, dass die Gleichgewichtsübungen leichter fallen, als wenn du es nicht hast. Übrigens einer der Gründe, warum Tänzer so oft Fußmuskeltraining machen, weil die brauchen ja nun wirklich Balance. Wenn du jetzt richtig Bock hast auf Fußmuskeltraining, schau mal hier, habe ich ein Video für dich. Okay, nun geht's weiter. Jetzt habe ich schon wieder eine gute Nachricht, nämlich um Balance zu trainieren, musst du nicht immer gleich ein Workout machen. Du kannst es von ganz alleine auch in deinem Alltag integrieren, indem du alles, was sich balancieren lässt, einfach mal balancieren. Wo du irgendwo stehen musst, dich einfach mal auf ein Bein stellen. Das macht schon sehr, sehr viel, weil einfach dann es im Alltag ist. Und was man viel und im Alltag macht, das etabliert sich im Körper einfach viel, viel schneller. So, aber es gibt natürlich auch noch spezifische Übungen. Und selbst wenn du dich auf ein Bein stellst, solange du kannst, also quasi ein Wettkampf mit dir selbst, dann trainierst du richtig gute Muskeln, denn oftmals verliert man auch die Balance, besonders im Tanz, weil die Kraft einfach nicht mehr da ist, weil sie erschöpft ist. Also wenn du irgendwo lange warten musst, dann warte doch einfach mal auf einem Bein. Das empfehle ich dir allerdings nicht in einem Flamingo-Kostüm. Dann sagte ich natürlich noch die Rumpfmuskulatur, das heißt Bauchmuskeln und Rückenmuskeln. Da habe ich einmal hier ein Video, wenn du Lust hast. Oder auch hier ein Video für den Rücken. Was ich noch erwähnte, ist natürlich, dass die Rumpfmuskulatur stabil sein muss. Das kannst du machen durch ganz normale Oberkörper-Workouts, die natürlich eine zusätzliche Challenge von Balance haben, eignen sich hier natürlich besonders gut. Wie zum Beispiel Plank-Übungen in allen Variationen, seitlich, vorwärts, rückwärts und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich auch hier zum Beispiel ein Bauchmuskel-Workout, das habe ich mal gemacht, da kannst du gerne mal vorbeischnüffeln. Auch in diesem Workout wird die Rumpfstabilität gefordert. Nächste Woche folgt hierauf das komplette Plank-Workout zu diesem Video als Teil 2. Also wenn du es nicht verpassen möchtest, dann solltest du diesen Kanal jetzt abonnieren. Am besten irgendwo hier raufklicken. Ich kapiere das immer nicht so mit den Fenstern. Also auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Damit ihr aber bis nächste Woche nicht warten müsst, gebe ich euch jetzt noch ein paar klitzekleine Übungen in die Hand, die ihr auch wirklich in jedes euer Workout einfach mal hineinfügen könnt. Die sind natürlich inspiriert aus dem Tanz, aber das muss man den Tänzern wirklich mal sagen, sie haben eine ziemlich geile Balance am Start.
Als allererstes kannst du die Fliegerübung machen. Das heißt, du stellst dich auf ein Bein. Wenn deine Hamstrings noch nicht so gut gestretcht sind, kannst du das Standbein auch gerne leicht beugen. Das macht die Übung nicht unbedingt uneffektiv. Am besten gelingt diese Übung, wenn du mit deiner Energie nicht Richtung Boden gehst, wo du ja eigentlich praktisch mit deiner einen Hand hin willst, sondern wenn du dich mit deinem ganzen Körper nach oben zur Decke denkst, dein Beckenboden dabei aktiv hast, deine Bauchmuskeln dabei aktiv hast und mit deiner ganzen Energie quasi in die Übung gehst. Die nächste Übung ist an das Penché vom Ballett angelehnt. Für die Übung musst du allerdings kein Ballett kennen, also keine Angst. Du stehst eigentlich nur auf einem Bein und das andere ist nach hinten rausgestreckt. Das wirst du doch hoffentlich hinbekommen. Wenn nicht, nutze diese Übung, um genau das zu üben. Das heißt, du gehst erst mit deinem hinteren, mit deinem oberen, mit deinem Spielbein nach oben und erst wenn du nicht weiter hochkommst, senkst du deinen Oberkörper nach unten. Hier ist das Standbein allerdings durchgestreckt. Das heißt, die Übung ist für dich was, wenn deine Hamstrings gut und ausreichend gedehnt sind. Hast du da noch Ausbaubedarf, dann verlinke ich dir das Video gerne in der Infobox. Nächste Übung ist die Promenade. Das heißt, du drehst dich auf einem Bein. Du bringst das Gewicht nur leicht auf den Vorfuß, sodass du die Drehung mit deiner Ferse initiieren kannst. Hier ist es wichtig, wieder Beckenboden angespannt, Bauchmuskeln aktivieren, deine ganze Rumpfstabilität aktivieren, nach oben denken und den ganzen Körper unter Spannung bringen, aber natürlich nicht so, dass du krampfhaft festhältst, sondern trotzdem noch fließende Bewegungen möglich sind. Probier das mal aus, das muss man ein bisschen üben, aber das kriegst du schon hin. Für die nächste Übung ist deine Kreativität gefragt. Das heißt, du kannst dir einfach einen Turm aufs Kissen bauen. Du musst schauen, was du zu Hause hast, was dich vielleicht challenged, aber auch nicht zu schwer ist, ne, dass du nicht irgendwie runterfällst und dich verletzt. Wie du siehst, bin ich hier noch ein bisschen rumprobieren, was für mich auch geeignet ist. Und jetzt habe ich auch schon was gefunden. Ich stelle mich hier einfach auf ein Bein und mache Figuren, die für mich in der Zeit vielleicht aktuell in meinem Training sind, ne? Also alles, was du praktisch im Einbeinstand an Übungen hast, kannst du auch auf Kissen machen, wenn du nicht unbedingt ein geeignetes Hilfsmittel zu Hause zur Verfügung hast, was möglicherweise auch extrem viel Geld kostet. So kann man sich auch so ganz gut aushelfen. Also probier es aus. Du kannst die Übung, die ich auch hier mache, auch einfach mal nachmachen und schauen, ob dir das vielleicht gefällt. Wenn du die Übungen ausprobiert hast, dann lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, welche dir vielleicht gut gelungen sind oder welche dir gar nicht gut gelungen sind oder welche dir vielleicht auch persönlich gefällt. Also lasst es mich wissen, denn es kann auch Hinweise dadurch entstehen, wo zu viel und wo zu wenig Spannung im Körper ist, was daran hindert natürlich, dass andere Balanceübungen oder auch Flexibilitätübungen eben nicht gelingen. Ich hoffe sehr, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Ich habe hier noch ein paar andere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vergiss nicht, es ist das Plank Workout. Bis dahin, ich freue mich. Ciao.